Französisch, wie jeden Tag mit bis am 4. Lever. Heute also mit dem Monsieur Jean-François Plattner. Sie wissen es, am Dienstag interessieren wir uns an, was so geschehen ist in der vergangenen Woche oder eventuell in den letzten 14 Tagen. Und nach die Woche ist es ein bisschen speziell, sagen wir mal, denn wir haben schon davon geredet in unserer Sendung «À la bonne heure» auf Französisch. Vor 14 Tagen hat Peugeot Mulhouse seinen 25-Jährigen von seinem Stehen gefeiert. Und letzte Woche erfahren wir, dass inzwischen auch die zweitmillionste 205 favorisiert worden ist Emil Hüse. Das hat uns den Anlass gegeben, uns an andere Weise zu interessieren, die heute nämlich existieren, wo früher mal vielleicht eine wichtige Macht waren, wo favorisiert worden sind, auch im Elsass, und wo eben von, sagen wir mal, Fabriken wie Peugeot oder andere nicht unbedingt aufgekauft sind worden, aber wodurch sie vielleicht eventuell irgendwie versteckt sind und wo heute das also nicht mehr existieren können. Zu denen gehören unter anderem Matisse, denn im Elsass redet man viel, wenn man von alten Weihen redet, von der Bugatti, die sind im Molse gesehen. Die Matisse, die sind auch interessant, sind auch wichtig und sind auch bekannt, wenn nicht so bekannt wie die Bugatti, aber trotzdem haben sie außerdem noch irgendwie eine gemeinsame Geschichte. Monsieur Plattner, Sie sind in der Association Les Amateurs Matisse. Ja. Das ist eine Association, die auf dem nationalen Plan existiert. Oui, ja. Und tätig ist. Und sie interessieren sich also an die alten Weihen von Matisse. Und sie ganz speziell haben sich an die Geschichte, also an den historischen Teil von den Matisse interessiert. Wie ist denn losgegangen mit dem mit den Matisse? Emil Matisse hat er übrigens geheißen. Ja, Emil Matisse hat 1904 mit dem Ettore Bugatti angefangen. Die haben sich kennt in Niederbronn beim De Dietrich. Und wie der De Dietrich geholt hat mit Auto fabrizieren, sind sie alle zwei auf Straßburg gekommen, auf Ilkirchgrafenstaden. Und da ist dann der Bugatti der Techniker gesehen, der hat gedacht, der Hermes gebäude und der Matisse ist schon dann der Finanzier gesehen. Matisse hat sich also mehr als kommerzielle Teil interessiert, ja, nicht mehr versucht, die Welt zu verkaufen und ja, und dann nachher, 1906, haben sie sich getrennt. Aber das ist also kurze Zusammenarbeit. Ja, ein Auto existiert noch, das ist der Hermes, wie in Melhuse im Musée de l'Auto ist. Und dann 1906 ist der Bugatti für sich gegangen und der Matisse für sich gegangen. Und der Matisse ist natürlich in Ilkirch geblieben? Nein, nicht ganz. Nicht er hat dann in der Rue Finkmatt seine Garage oder Matisse Palace aufgebaut. Und da, das ist der drittgrößte Garage von der Welt gewesen, 1906, 1908. Ja, es hat noch nicht so viel Garage gegeben, aber es ist trotzdem... Es ist doch schon groß, es hat ungefähr 600 Wege im Jahr verkauft. Im Jahr verkauft und fabriziert. Ja. Es hat übrigens in zeller Periode, für gerade kleine Klammer zu machen und ein bisschen von Matisse Rüst zu kommen, hat es mehrere so Garage gegeben, wo ihre Wege fabriziert haben? Ja, in der Welt hat es bis zu 600 verschiedene Marken gegeben, kleinere und größere, auch keine so große wie heute. Sind alle für sich gesehen und jeder hat für sich geschafft. Und im Elsass weiß man ungefähr, wie viele es kennen, oder in der Straßburg? Im Elsass kennen wir 3 oder 4 Stück. 3 oder 4, trotzdem, ja. Also der Matisse hat dann 1906 sich dann installiert und hat dann verkauft. Welche sind die wichtigsten Daten von dem Matisse? Wir können ja schon ganz Geschichte durchnehmen. Ja, 1911 hat er seine Werkstatt auf dem Mainau-Gebäude. Das ist jetzt, da wie Citroën Garage hat, bis hinten an den Kanal. Die ist schon bekannt gewesen. Die ist bekannt gewesen. Die haben in den 30er Jahren bis zu einem Viertel von den Arbeitskräften von Straßburg betätigt, sagen wir direkt oder indirekt durch Zutreter. 1924 haben sie schon über 100 Autos im Tag produziert. Und 1930, ein anderer großer Tag für Matisse, haben sie gegen Amerika geläutet. Mit dem PYG, La Voiture qui étonne l'Amérique, haben sie wollen über 100.000 Autos in Amerika verkaufen. Und wie ist das gegangen? Es ist nicht gut ausgegangen, es ist nicht geglaubt, die Amerikaner haben mehr wieder mit Baton in den Ruhe, wie man in Französisch sagt. Ja, ja, sie haben natürlich versucht, ihre nationale Produktion zu verteidigen. Ja. Irgendwie dann alle haben Hindernisse gefunden, für dass der Matisse nicht ankommt. Dass er nicht ankommt. Wie ist es einmal geschafft worden? Haben Sie schon in der Fabrik jeder Wabe für sich gemacht? Oder wie ist das, die Herstellung? Ja, der Matisse ist einer von den ersten gewesen, wo die System von der Schäne angewendet hat. Sagen wir, sie haben 5 Schäne parallel gehabt. Eine hat den Motor gebraucht, der andere das Chassis und der dritte die Karosseriegebäude. Und so wieder am Ende ist eine Schäne, wie vorne rumgegangen ist, wo dann das Auto fertig rausgefahren ist. Ein bisschen von jedem genommen hat und von jeder Schäne rausgenommen und fertig gemacht und gefahren. Und das sind also die bei den Ersten gewesen, wo das neue System, wann ist das angewendet worden? Direkt nach dem 18er Krieg. Direkt nach dem 18er Krieg, 20 Jahre. Ja, hat er schon angefangen so. Hat er so geschafft. Was für Wege hat er eigentlich favorisiert? Man weiß, der Bugatti hat Luxuswege gemacht und hat Sportswege gemacht. Ja. Der Matisse, was hat er für Auto gemacht? Der Matisse ist
mehr gehe es populär, viel weniger, aber billig. Billig, sagen wir durch von der Periode. Wir sehen nachher natürlich Bilder von diesen Weihen. Da ist jetzt ein Affisch, das ist mehr Sportswagen. Sportswagen haben sie auch gemacht? Ja, weniger. Weniger, aber zusammen mit Cabriolet und so Weihen. Aber billige, kein Haut-Gamme. Billige, das ist das Wichtigste ja. Dran. Das ist jeder Wagen leisten kann. Ja. Und noch, wie ist er durch den Krieg gekommen, der letzte? Zuerst ist er da, wie man anwenden muss, das ist 1934, wo er sich alliiert hat mit dem Ford, wo dann Mattfort gegeben hat. Und das ist nicht ganz gut rumgegangen. Und Mattfort ist auch bekannt im Elsass an Weihen. Ja, die sind in derselben Werkstatt gebaut worden. Ja. Und nachher sind sie auseinandergegangen, dann ist der Krieg gekommen, ist auf Amerika. Und nach dem Krieg hat er keine Möglichkeit mehr gehabt. Die Auto wieder zu bauen. Der Plan Marshall und der Plan de Restructuration de l'Industrie Automobile, Plan France, hätten dann keine Möglichkeit mehr gehabt, für zu widersprechen. Und das ist ein bisschen das Endgesinn von der Matisse? Das ist Endgesinn, ja. Nach dem Krieg sind gerade zwei Modelle rausgekommen, nur Prototyp. Das heisst, der 333, 3 Liter, 3 Plätze und der 626, 6 Zylinder, wie neu fabriziert ist, wurde in Serie. Da sehen wir jetzt Bilder, die wir unserer Sendung genommen haben, wo Jean-Claude Sieger gemacht hat mit dem Alain Castanet vor ein paar Jahren und wo eben über die Treffen von Amateurs und Matisse-Weihen, wo jetzt das noch stattfindet, die Treffen. Sie sind also in der Assoziation. Wie viele Leute interessieren sich jetzt das im Frankreich und in der Welt an die Matisse? Ja, wir haben da haben wir eben 150 Mitglieder. Und das heisst so ungefähr 150 Autos, die noch fahren. Und recensiert sind 400 ungefähr. In der Welt? In der Welt, ja. Wir haben bis auf Amerika Mitglieder und in den Ländern um Frankreich herum. Wie findet man so Wagen? In welchem Zustand, wenn man jetzt sich daran interessiert? Ganz verschieden. Kann ganz schöner schon restauriert sein. Und dann kann man auch Autos finden, die ganz schlechtem Zustand sind, wo viel Arbeitsstunden dran gehen. Und wie schafft man denn noch? Müssen wir unbedingt mechanisieren? Also ich nehme an, trotzdem, eines, was sich an so Wege interessiert, ist doch von vornherein eines, wo ein bisschen etwas von Mechanik versteht. Man kann doch nicht einfach rangehen und sagen, boah, ich habe jetzt genug Geld und sage, ich kaufe so all die Kutsch und höre vom Garagist wieder vom Montieren. Nein, die wenigsten Lohnse vom Garagist machen wir sie selber. Und sagen wir, im Club haben wir sogar den Präsident und auch den Vicepräsident, der ist einer Stilist in Schö. Das ist gar nichts mit Mechanik zu sehen. Und der Vicepräsident, der Bijoutier. Das hat auch nichts mit Mechanik zu sein. Indirekt vielleicht doch ein bisschen, ja, auf jeden Fall ist es ein ganz anderer Maßstab, was Bijouterie anbelangt und was natürlich so Motor oder so Wabe anbelangt. Und die Weihen, die fahren, die man sieht, natürlich alle sehr gut. Findet man eigentlich die Pièce dazu? Die ja, aber das ist der Club hier, der versucht, die ganzen Pièce zusammenkaufen und dann die Mitglieder anzubieten. Und darum treffen wir uns jedes Jahr einmal. Und jedes Jahr anders in Frankreich, dass mehr oder weniger Leute zusammenkommen. Dieses Jahr sind wir im Elsass, das nächste Jahr gehen wir in die Gegend von der Château de la Loire. Und dann kommen die Leute zusammen. Hat es eigentlich eine Gegend, wo es noch mehr so Weihen gibt, wo man noch mehr so Weihen finden kann als wir andere? Ja, man findet noch mehr im Süden von Frankreich, da sind sie besser aufgekippt. Ah bon? Condition météorologique. Ach so, dann bei uns ist es Fisch, bei uns rostet es schneller. Und die meisten werden im Südfrankreich gefunden oder im Massiv Central in verlorenen Gegenden. Da finden wir sie als, da denen sie jetzt als Kinjelstall oder als ja, so ungefähr. Gewöhnlich ist es ein bisschen so. Ja. Und kann man dann noch tatsächlich sagen, es ist ein alter Wagen, wenn man so viel changieren muss dran, wechseln muss dran? Ja, es wird weniger dran gewechselt, es wird mit alten Dings wieder frisch gemacht. Wird aufgebaut wieder mit alten Pièce und geputzt und restauriert. Wenn man jetzt so einen Wagen findet oder hat eventuell, geerbt vom alten Onkel irgendwo und will keine noch mehr fahren, also will jetzt diesen Wagen tatsächlich ein Riss schaffen. Da hat man doch Schwierigkeiten, denn ich will sagen, von vornherein fängt man praktisch mit nichts an und da muss man sich am besten gleich an sie wenden. Ja, an den Club wenden direkt und wir können dann uns helfen mit Dokumenten, mit Notiztechnik und so zu unterlaufen. Das ist nämlich auch wichtig, die ganzen Notizen. Existieren die für alle Modelle? Ja, wir haben ziemlich zusammengefunden wieder. Das finden wir auf den ganzen Buch d'Echange. Man hat ungefähr 10.000 Seiten verschiedene Blätter von Matisse-Dokumenten.
Tun Sie dann sich treffen an einer Sitz, für ein bisschen von Ihren Problemen zu reden, für zu sehen, wo man Pjäse finden kann, aber auch natürlich für spazieren fahren, denn das, was wir da gesehen haben vorher, das ist ziemlich lustig, die alten Weihe, die durch die Landschaft fahren. Ja, durch das, was Mitglied vom Club überall sind, in Frankreich und Island, machen wir jedes Jahr ein Treffen. Und da kommen die Leute zusammen und dort gerät von den ganzen Problemen. Und an das Treffen kommen sie mit ihren Weihen? Kommen sie mit den Weihen, ja. Und manchmal viele Kilometer für herzukommen. Und kann man das machen ohne weiteres mit so Weihen? Ja, einfach gerade so gut wie heute. Ja. Man fährt eben langsamer. Ja, aber müssen wir nicht öfters halten, denn so das Kaiser Freie hat man keine so lange Strecke in einem. Ja, es kommt darauf an, wie man fährt. Mhm. Wenn man langsam fährt, gemütlich durchfährt. Man muss sich natürlich auch ein bisschen in die Stimmung versetzen von Zellenmolz und ein bisschen so leben in dem Moment wie Zellenmolz. Was Pneu anbelangt, finden wir die? Oder die werden wieder fabriziert. Das ist viel so Dings noch, wie wieder fabriziert wird. Bougie, Pneu und so Dings mal die Sand, die Fabrikanten, dass man eine Marsche hat und da gehen sie mit. Wären auch manche Pjäse ganz speziell fabriziert für eine Werbe, wenn man jetzt... Ja, wenn man Pjäse nicht findet, müssen wir sie nachdrehen und noch fabrizieren lassen. Und da gibt es auch noch Handwerker, wie das kennen? Weniger. Nicht viel. Und dann, was ein großes Problem ist da drinnen, das sind die Holzpartien von der Weihe. Mhm. Das ist alles auf Holzgebäude und das Holz hat Not geleiden mit den Jahren. Ja, und das ist manchmal große Arbeit, Holzarbeit. Der Partie wechseln? Ja, das ganze Holz ist freien gemacht und es ist halt viel Schaden dran. Und das ist das große Problem. Da findet man niemanden mehr, wie es machen kann. Der Fameprüfe Wehmann. Ja. Autoschreiner kann man fast sagen. Ebenist. Ebenist en voiture. Ja. Aber das gibt es eben heutzutage. Ja, das sind alles ältere Leute. Und ältere Leute, die eventuell mithelfen können. Weißt du, dann vielmals merci für die ganze Explikation, die Sie uns gegeben haben. Haben Sie ein nächstes Treffen vor? Also, es hat gerade stattgefunden. Ja, das nächste Jahr, Ende August, befinden wir uns bei Chenonceau in der Château de la Loire. Aber das sind immer wunderbare Karre. Ja. Und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß mit den alten Weihen, mit den alten Matisse. Merci.